Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem letzten Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Wir haben den SV Sandhausen zu Gast, ein Spiel Freitagabend 18.30 Uhr, voraussichtlich bestes Wetter. Der eine oder andere wird sich möglicherweise ja auch dann kurzfristig noch entscheiden zu kommen, zumal die Mannschaft zuletzt ja sehr gut performt hat. Stichwort Performen, der aktuelle Tabellenplatz sicher außergewöhnlich in dieser doch sehr, sehr starken zweiten Bundesliga. Unser Geschäftsführer Martin Hornberger spricht ja immer von der geilsten zweiten Bundesliga aller Zeiten. Inwieweit das dann so ist, mag jeder sich selbst denken, aber sportlich sicherlich eine außergewöhnlich gut besetzte Liga. Und einstellig werden wir bleiben. Ob wir Siebter bleiben, kann uns der Trainer sagen. Bitte, Lukas, deine Vorschau auf das Spiel. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Wir werden alles daran setzen, natürlich mindestens diese Platzierung eben aufrechtzuerhalten, weil ja, Nürnberg ja auch irgendwo in Schlagweite ist, in Schlagdistanz. Und dazu gilt es aber natürlich beim letzten Heimakt zu Hause gegen den SV Sandhausen, die bestmögliche Leistung abzurufen, die Spielleistung der vergangenen Wochen auch zu bestätigen. Ja, und die Fans mit dem zweiten Heimsieg in Folge zu belohnen, um einen schönen Heimausklang zu haben. Dafür bedarf es aber natürlich schon auch einer extrem spielsicheren Leistung und gleichzeitig natürlich auch der Akzeptanz, dass du dich gegen Sandhausen auch in Zweikämpfe reinwerfen musst, denn die Mannschaft verfügt in allererster Linie über eine extrem gute Organisation, extrem gute Disziplin und ja, definitiv außerordentlich gute Standards vorne, sodass sie ja, zu einer der besten Mannschaften in der Rückserie gehören und gleichzeitig können wir sie in der Rundentabelle, glaube ich, jetzt einholen und das muss unser Ziel am Wochenende sein, am Freitagabend, was gibt Schöneres. Ja, auf geht's. Vielen Dank. Ja, Lukas, vielen Dank für deine Vorschau. Wir steigen mal in die Fragerunde rein, bevor wir zu den Dingen rund um das Spiel kommen. Ich sehe Matthias Reichstein vom Westfälischen Volksblatt, lange nicht mehr unser Gast, jetzt besonders herzlich willkommen. Schönen Dank. Herr Kosenjok, Sie haben gerade schon gesagt, das letzte Heimspiel in dieser Saison. Werden Sie da auch personell so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen? Also ich spreche jetzt mal konkret Jamilo Collins zum Beispiel an, der ja 5 Jahre hier war und verabschiedet wird am Freitag. Wird der dann vielleicht als kleines Dankeschön spielen? Oder Leopold Zingerle, der langjährige Stammtorhüter, der nun noch gar nicht zum Einsatz kam. Haben Sie solche Gedankenspiele? Also in allererster Linie gilt es, Spiele zu gewinnen. Und nach Möglichkeit mit der bestmöglichen Mannschaft. Und ich möchte mich wirklich nicht irgendwie in einem Atemzug mit dem Kollegen Klopp sehen, aber der hat irgendwann mal gesagt, Dankbarkeit gibt es im Borussia. Wir wollen Spiele gewinnen. Und wenn ich der Meinung bin, dass Julian Lustwan oder Yannick Huth, die dann auch am Wochenende beginnen werden, einen aktuellen Step voraus sind, dann werde ich das auch im zweitletzten Spieltag tun, weil das mein Auftrag als Trainer dieser Mannschaft und Trainer dieses Vereins ist, bestmöglich zu performen und 3 Punkte zu holen. Deswegen gibt es diese Überlegung jetzt fürs kommende Spiel nicht. Was dann gegen Darmstadt sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Dann noch eine Frage. Am Freitag werden ja mehrere Spieler verabschiedet, 3 nicht. Ananou, Van der Werf und Pröger. Da ist, glaube ich, die Situation noch offen, sonst würde man sie ja verabschieden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie das so ein bisschen auch angeschoben und sind dafür, dass die 3 gehalten werden? Haben Sie da Einfluss drauf? Wie sieht das bei Ihnen aus? Naja, es ist ja logisch, dass wir regelmäßig im Austausch sind mit Fabian Wohlgemuth. Und ich habe mich bei Jasper sehr klar, glaube ich, auch nach außen hin geäußert, nach innen geäußert. Und ich glaube, bei Kai und Freddy spielen anderweitige Dinge auch noch eine Überlegung. Der Jasper 23 hat jetzt das erste Jahr hier hinter sich. Und beim Kai muss man ja auch seine persönlichen Interessen dann auch berücksichtigen und schauen, wie kommt er mit der Rolle hier bei uns zurecht. Vielleicht gibt es anderweitig eine bessere Option für ihn. Insofern gehören da 3 Parteien dazu. Und bei Freddy Ananou, der im Übrigen auch am kommenden Wochenende jetzt am Freitag leider nicht spielen kann, weil die Wade einfach nicht wirklich besser geworden ist. Ist eine ähnliche Situation, er ist nicht ganz so lange da, hat aber, glaube ich, immer, wenn er gespielt hat, performt und dennoch muss man ja nicht die aktuelle Verfassung nur berücksichtigen, sondern eben die gesamte Saison und leider hat er halt nicht allzu häufig spielen können, um zu zeigen, was er drauf hat und
Da muss ich sagen, ist der Fabian im Austausch logischerweise vor allem mit den Beratern und ja, wir werden sehen, zu welchem Ergebnis das kommt oder führt. Ich bin selber gespannt. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Freddy ist verletzt. Gibt es noch Spieler, die nicht spielbereit sind? Kemal Ademi kann auch nicht spielen. Er hat im Adduktorenbereich auch ja, so Spannung auf dem Muskel. Das ist nichts Gravierendes, aber so ähnlich wie beim Freddy auch, da gehst du sicherlich 2 Wochen vor Ende der Saison kein Risiko mehr und ja, saugst den Spieler irgendwie noch körperlich aus. Ja, Frank Beinecke, Neues Hirsche, macht weiter, bitte. Erstmal, um das personell abzuschließen, gehe ich mal auch davon aus, dass Uwe Hünemeyer nochmal geschont wird oder beziehungsweise auch, hatten sie, glaube ich, auch gesagt, bis zum Saisonende dann auch jetzt geschont wird oder ist er wieder dabei? Ich habe nur gesagt, dass wir ihn nicht auspressen wollen wie eine Zitrone, aber er hat jetzt die ganze Woche normal mittrainiert und ist jetzt rein körperlich verfügbar. Inwieweit wir ihn mit in den Kader nehmen, das will ich auch mit ihm erstmal besprechen, aber die Anfahrt ist ja nicht ganz so weit und Hühner ist ja ein wichtiger Faktor, selbst wenn er mal nicht beginnt. Und deswegen gibt es da schon Überlegungen, ihn mit dazu zu nehmen. Was die Standards betrifft, inwiefern war das dann halt auch in dieser Woche dann ein Thema beim Training, auch so gerade nach Ecken, ist dann Tausend ja wirklich brandgefährlich? Keins. Mal einfach so sagen. Also, ich meine, in dem Moment, wo Sie es ansprechen, das ist ja immer dann so ein bisschen dieser rosa-rote Elefant, von dem man dann nicht sprechen will. Fakt ist, jeder weiß um diese Stärke und es wird morgen Thema, aber jetzt in der vorletzten Woche noch eine andere Struktur sich anzutrainieren, das wäre, glaube ich, der absolut falsche Zeitpunkt. Man darf nicht vergessen, dass wir, glaube ich, schon auch sehr gut defensiv Eckbälle wegverteidigen und brauchst einen mutigen Torhüter. Am besten greift er mal nicht so dann daneben wie vielleicht der Kollege jetzt in dem Fall in Nürnberg, der eine herausragende Saison aber im Übrigen gespielt hat, aber dann hat er halt mal zweimal daneben gelangt, dann verlierst du mal so ein Spiel. Und das Allerbeste ist, wir vermeiden die Eckstöße, aber das ist schwer genug. Und dann abschließend vielleicht noch Philipp Clement. Nehme ich mal an, dass er jetzt diese Woche wieder ganz normal trainieren konnte oder geht er so in seiner Vaterrolle auf, dass er... Ja, das ist beim Jamilu genauso. Also die Frauen waren schwanger und wenn das Kind dann da ist, dann geht das Leben auch ganz normal weiter. Es ist dann schöner und es ist interessanter und abwechslungsreicher und dann schlafen sie vielleicht auch mal ein bisschen unruhiger, aber dann schlafen sie vielleicht tagsüber. Das geht dann als Fußballprofi auch mal ganz gut, mittags 2 Stunden sich irgendwie Zeit zu nehmen. Und der Philipp, glaube ich, will auch noch mal am Wochenende zeigen, hey, ich habe was drauf und nach Möglichkeit sein nächstes Tor erzielen. Ja, dann machen wir mit Radio Hochstift weiter. Mikrofon ist unterwegs. Und der Winkelmann, Radio Hochstift. Ich weiß nicht, Sie ziehen ja schon so Bilanz und sagen, 2 Spieltage vor Schluss, wollen wir den schon oder den nicht mehr strapazieren. Wie fällt denn Ihre Bilanz ganz generell schon aus? Vor dem letzten Heimspiel kann man das, glaube ich, schon mal machen. A, was die Fanunterstützung angeht, hier zu Hause, weil so viele Siege waren es ja nicht. Und ganz generell, sind Sie zufrieden mit dem Tabellenplatz? Hätten Sie gerne mehr gehabt? Es wäre ja mehr drin gewesen. Wäre auch weniger drin gewesen, also von daher. Ja, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also ich glaube, dass die Fans uns, wenn sie im Stadion waren, unabhängig davon, ob wir gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, immer fantastisch unterstützt haben. Das zum einen, nur in den meisten Spielen waren halt wenige da. Das muss man nun mal so konstatieren. Und wenn dann 800 VIP-Zuschauer da sind, dann ist das schön, aber das ist natürlich nicht die Fanbase. Und man möge sich an diese Spiele gegen St. Pauli, gegen Schalke erinnern, aber auch jetzt dann gegen Hannover und Karlsruhe, als die Fans dann da waren, dann waren die Leistungen besser, dann war dann unterm Strich schon auch der Erfolg höher. Deswegen, das ist ein Vorteil, wenn du einen 12. Mann hast, nicht umsonst fahren dann viele Schalke-Fans halt nach Sandhausen und pushen die dann zu einem 2-1-Sieg in der 92. Minute. Das zum einen, zum anderen, was den Saison Verlauf oder die Saisonbilanz angeht, glaube ich, da muss sich jeder sein eigenes Urteil bilden. So wie die Saison gelaufen ist, ist der 7. Platz, glaube ich, für den SC Paderborn mit der Qualität in der Liga aus meiner Sicht etwas sehr Außergewöhnliches. Aber die Saison ist nicht zu Ende und wir würden schon auch ganz gerne nochmal 6 Punkte holen. Und wenn es am Ende der 6. oder 8. Platz sein sollte, die Saison ist nicht mehr kaputt zu reden,
Es hatten vielleicht zwischenzeitlich einige versucht, als man irgendwie mal auf Platz 9 war. Aber mit den Rahmenbedingungen, die hier vorherrschen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit dem Umbruch, der vonstatten ging, inklusive des Trainerteams, glaube ich, war das schon auch eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Und insbesondere die Mannschaft, wie sie in den vergangenen Wochen, wo es vermeintlich um nichts mehr geht, zeigt den Charakter dieser Truppe. Und darauf sind wir außerordentlich stolz, vom Trainerteam, aber auch vom Verein, dass sie so performt haben und einfach gesagt haben, es ist nicht egal, ob wir Neunter sind oder Siebter oder Sechster, sondern wir wollen das Bestmögliche für den Verein rausholen. Ich glaube, darauf kann man in erster Linie dann auch stolz sein. Ja, das wäre schon ein gutes Fazit für den heutigen Tag, aber ich sehe Matthias Reichstein noch. Herr Kwasniok, Sie haben gerade Platz 7 angesprochen. Haben Sie auch so ein bisschen noch im Blick, dass Sie die 50-Punkte-Marke knacken können und dass Sie sogar die außergewöhnlich gute Hinrunde ja auch noch erreichen können mit 27 Punkten? Ist das auch so ein bisschen in Ihrem Kopf? Ja, also ich habe das schon zwei, drei Mal, glaube ich, gesagt, jeder muss sich sein eigenes Motiv suchen. Mein persönliches Motiv ist tatsächlich, die nächsthöhere Mannschaft, die vor uns liegende Mannschaft einzuholen. Das ist in dem Fall Nürnberg, es ist machbar. Das ist mein persönliches Motiv. Andere wollen tatsächlich vielleicht diese Punkteausbeute so verbessern, dass sie eben mit der Hinserie übereinstimmt. Andere wollen vielleicht dem Yannick dabei helfen, dass diese zu Null-Serie ausgebaut werden kann. Wiederum andere wollen Sandhausen einholen in der Rückserie. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Motive. Die 50-Punkte-Marke, dafür müsste man sich nicht schämen. Ich sage nur, als wir das dann ausgerufen hatten mit der 30-Punkte-Marke, hat es ganz schön lange gedauert, deswegen möchte ich das nicht ausrufen und lieber als mein persönliches Ziel, Nürnberg einzuholen, eben ausgeben. Ja, vielleicht noch eine Frage zum Schluss zu Kai Kleefisch. Wie haben Sie gestern die Nachricht aufgenommen und wie werden Sie darauf reagieren, vielleicht auch personell nochmal? Ja, bescheiden für den Jungen, vor allem bescheiden für den Jungen. Damit meine ich nicht nur die Phase, wo er natürlich beweisen will, wie gut er ist, nämlich Vorbereitungszeit, der Mannschaft helfen will, in der zweiten Liga Fuß fassen will. Auch so ein Team formt sich ja in dieser Zeit und das ist dann schon auch schwer für einen Neuzugang, all diese Prozesse ja nur beiläufig mitzuerleben. Und das wird eine ganz, ganz große Aufgabe sein, ihm dabei zu helfen, viel mit ihm dann zu sprechen, nach Möglichkeit ihn dann auch einzubauen in diese Trainingseinheiten, ihn dabei zu haben, auch wenn er nicht auf dem Platz sein kann. Und das ist das, was mich aktuell so umtreibt. Im Fußball gehören Verletzungen dazu, der Zeitpunkt ist bescheiden, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir gejubelt hätten, wenn das dann irgendwie im September passiert wäre. Und dementsprechend gilt es für ihn einfach weiterzumachen, zu kämpfen, sich ranzukämpfen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir einfach mit der medizinischen Abteilung, die uns einfach zur Verfügung steht, den Jungen schneller hinbekommen, als vielleicht das woanders der Fall ist. Und deswegen bin ich guter Dinge, freue mich einfach auf ihn. Und er wird uns im Verlauf der Saison, sind wir echt überzeugt davon, schon auch noch helfen können. Und deswegen ist aktuell am heutigen Tage, natürlich mit dieser Hiobsbotschaft gestern, jetzt erstmal kein Gedanke da gewesen, irgendwas da zu machen und diesen Platz dann auch schon wieder anderweitig zu besetzen, sondern wir haben schon auch gute zentrale Mittelfeldspieler und hatten nichts vor, da zu machen und würden das aktuell schon auch genauso angehen und nicht nachverpflichten. Aber Sie wissen ja, in 8 Tagen sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus, deswegen muss man ja das Wort aktuell immer hinzufügen. Ja, dann können wir die Fragerunde zum sportlichen Geschehen vor Sandhausen abschließen. Dann kommen wir zu den Dingen rund um das Spiel. Bitte, Martin. Ja, vielen Dank, Matthias. Bis heute Morgen 8.30 Uhr hatten wir 6.357 Karten verkauft. Erwarten über 7.000, davon 50 Gästefans. Wir haben eine Aktion in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten der Stadt Paderborn, in dem wir 350 Gäste aus der Ukraine, Flüchtlinge, die in die Paderstadt gekommen sind, ins Stadion einladen. Wir werden auch das Friedenszeichen im Mittelkreis darstellen und dort auch ein deutliches Zeichen setzen. Ja, die Anfahrt zum Stadion wird immer schwieriger, weil die Baustellen in Paderborn immer mehr werden. Also es lohnt sich wirklich frühzeitig anzureisen.
vielleicht auch über den P&R-Parkplatz dann sich hier hinschatteln zu lassen. Ganz wichtig, die Parkdisziplin auf der Wilfried-Finke-Allee im Quienhagen und dann auch die Parkplätze von Hornbach und Höfner stehen den dortigen Kunden zur Verfügung. Also bitte diese auch nicht zu nutzen. Vielleicht noch zu unseren Dauerkarten, die ja dann ab morgen in den Verkauf gehen, in unterschiedlichen Phasen. Der Frühbucherrabatt, das heißt 14 Spiele zahlen, 17 schauen, gilt natürlich nicht nur für bisherige Dauerkarteninhaber und für Mitglieder, sondern auch ab 31.05. bis 5. Juni für Fans, die bisher noch keine Dauerkarte hatten. Also man sollte da zuschlagen und ab 6.06. zählt dann 15 Spiele zahlen und 17 Spiele erleben. Auch das lohnt sich natürlich dann noch. Aber wie gesagt, der Frühbucher-Tarif ist sicherlich für eine kommende Saison und diese Liga wird ja nicht schlechter, sondern bleibt genauso attraktiv wie diese Saison. Also es lohnt sich schon, Fußball dann in der Home Deluxe Arena zu sehen. Ja, Martin, herzlichen Dank. Gibt es zu diesem Themenkomplex noch Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann allen Beteiligten herzlichen Dank und den beteiligten Journalisten viel Freude bei der Umsetzung unserer Informationen. Dankeschön.